Ja, also ich bin Maria Fink, ich bin die Leiterin vom Fachgebiet Ökologischer Pflanzenschutz hier in Witzenhausen und eben auch die Leiterin vom Projekt AQUA. Also bei AQUA handelt es sich natürlich um ein Akronym, wie man das so schön sagt. Das schreibt sich mit AKHWA, also ganz anders, als man denkt. Und es geht um die Anpassung an den Klimawandel in Hessen, die Erhöhung der Wasserretention des Bodens durch regenerative Ackerbaustrategien. Also ich muss es auch ablesen, es ist doch ein sehr langer und komplizierter Name. Und der sagt auch schon etwas aus über ein komplexes Thema, an dem wir arbeiten. Das Thema ist eindeutig im Klimaschutz angesiedelt, im integrierten Klimaschutzplan der Landesregierung von Hessen. Und deshalb sind wir gebeten worden, unsere Experimente dahingehend auszurichten. Und wir hatten den Vorteil, dass wir ein Experiment hatten, das wir schon 10 Jahre vor Beginn des Projektes angelegt hatten, in das wir nun bestimmte Methoden integrieren konnten, ohne jetzt langfristige Umstellungseffekte für den Boden noch mit einbeziehen zu müssen, sondern wir hatten schon praktisch Vergleichsparzellen, in die wir dann bestimmte Fragestellen integrieren konnten. Das AQUA-Projekt hat mehrere Faktoren. Aus der Langzeitperspektive angefangen haben wir wirklich zu vergleichen, was macht den Unterschied, wenn wir Minimalbodenbearbeitung versus Flugbodenbearbeitung machen. Da haben wir dann integriert noch die Anwendung von hochwertigen Grünabfallkomposten, also Strauchschnitt und solche Dinge. Und wir vergleichen das mit der Anwendung von Phosphor und Kalium als Gesteinsmehle, das, was in der ökologischen Landwirtschaft zulässig ist. Und das sind jetzt seit mehr als 10 Jahren im Durchschnitt 5 Tonnen Trockenmassekompost pro Hektar und Jahr. Das heißt, manchmal nehmen wir 10 oder 15 Tonnen und dann wieder ein, 2 Jahre nichts, weil das natürlich auch viel Arbeit ist. Das ist umgerechnet pro Jahr und Quadratmeter ein halbes Kilo. Das ist nicht viel, wenn man sich das so überlegt. Das ist ein bisschen mit dem Salzstreuer. Und wir haben, ich habe das gemacht, weil ich weiß, dass Kompost gut ist, aber ich wusste nicht, wie gut Kompost ist. Wir haben damit, das ist einer der wichtigsten Faktoren inzwischen, der unser System vor allem bei der Minimalbodenbearbeitung stützt. Weil dadurch, dass wir den Kompost nicht auf 30 cm mit dem Pflug durchwühlen, sondern in den oberen Schichten belassen, haben wir eine ganz besonders aktive und kohlenstoffreiche Schicht oben, genau da, wo die kleinen Pflanzen wachsen, wo die Wurzeln entstehen und wo sie gesund gehalten werden müssen. Und das leistet der Kompost zu einem ganz hohen Prozentsatz. Und trotzdem haben wir in den unteren Schichten genauso viel Kohlenstoff wie in den gepflügten Parzellen. Das heißt nicht, wir haben halt mehr oben und weniger unten, sondern wir haben oben mehr und unten gleich viel. Und das ist ja wirklich, und da spielt der Kompost eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und wenn wir es schaffen, irgendwelche Methoden zu finden, um die organischen Materialien so stabil zu machen wie Kompost, dann hätten wir wirklich etwas gewonnen. Das Problem ist, wir haben nicht genug Kompost, um überall und immer Kompost einzubringen. So viel haben wir nicht. Also müssen wir gucken, was können wir noch zusätzlich machen. Also der Kompost ist eindeutig die langfristigste, also die Minimalbodenbearbeitung ist natürlich das Langfristige und der Kompost. Weil der Kompost besteht aus organischem Material, das schwer abbaubar ist und das im Boden verbleibt und damit auch die Wasserhaltefähigkeit des Bodens deutlich verbessert und die gesamte Bodenphysik beeinflusst. Mehr als der Mulch. Der Mulch verbrennt relativ schnell. Was uns auch interessiert, was sind denn eigentlich die Auswirkungen von Komposttee und Fermenten, die wir auch als experimentelle Faktoren mit anwenden, weil sie eben auch von der Praxis zum Teil genutzt werden und uns gesagt wurde, das ist wichtig. Also nehmen wir sie als Vergleichsfaktoren mit rein und genau da ist es wichtig, dass wir das über mehrere Jahre beobachten, denn eine Aussage, die im Raum steht, ist, dass Komposttee und/oder Fermente dafür sorgen, dass organisches Material stabiler im Boden verbleibt. Und das, wir haben jetzt 2,5 Jahre hinter uns. Wir haben zum Teil den Eindruck, das könnte sein.
Aber die Daten sind zu jung, als dass wir es wirklich sicher sagen können. Und da können wir nur sagen, wir sind sehr, sehr froh, dass wir auch die Mittel dafür haben, das mal ordentlich zu untersuchen und dann hoffentlich auch eine Bestätigung oder Verneinung dieser Aussage nachher zumindest für unseren Standort treffen können. Weil Komposttee und Fermente sind teuer, aufwendig. Wir sehen manche Leute, die sehr erfolgreich sind damit und andere, die sagen, das kostet nur Geld. Und wir müssen einfach ein bisschen mehr eine Idee kriegen, wie zuverlässig und unter welchen Bedingungen sind sie sinnvoll. Wir haben einen Berater, der im Projekt mitarbeitet und der hat gemeinsam mit dem Projektleiter Stefan Junge, der das ganze Projekt von Anfang an mitkonzipiert hat, und noch unserem Mitarbeiter Janosch Wack, das ist das wichtigste Trio, das mit den Landwirten zusammen sich auch die Bedingungen, die Gegebenheiten angeschaut haben und dann gemeinsam überlegen, was ist dran, wie muss es gemacht werden und entsprechend sich dann einigen, okay, wir fangen so an und so an und so an. Und dann haben wir noch die ganze Bodenphysik dabei, die dann eben auch wieder Sensoren zum Teil eingebaut haben, nicht so viel wie bei uns im Exaktversuch, und die dann auch regelmäßig beproben und bestimmte Messungen vornehmen. Und das dann eben, wir hatten mit 4 Betrieben, wollten wir anfangen, haben aber inzwischen schon 6, weil das einfach auch Sinn macht, das etwas mehr in die Breite zu bringen. Wir haben schon einiges gemacht, auch immer wieder on-farm, und wir wissen einfach, jedes Feld ist ein eigener Mikrokosmos, wenn man so möchte. Jeder Boden ist anders, das Mikroklima ist anders, die Maschinen, die man hat, sind anders, und das muss alles zusammenpassen. Und wenn wir irgendwelche Aussagen machen wollen, was sollen die Landwirte tun, dann müssen wir ein größeres Bild haben. Und dann müssen wir auch mit den Landwirten zusammenarbeiten und sie fragen, wie würdet ihr es machen? Und dann die letzte Konsequenz ist es, es dann auch nicht zu sagen, macht so, sondern zu sagen, okay, lasst es uns ausprobieren. Das ist das, was ihr bisher gemacht habt. Das sind unsere Vorschläge. Was schlagt ihr vor? Wie könnt ihr es umsetzen? Und dann vergleichen wir es. Und das ist genau das, was wir auf den landwirtschaftlichen Betrieben machen. Jeder Betrieb hat von vornherein anders gewirtschaftet und hat dann eben auch eine andere Art umzustellen. Und das macht es unglaublich spannend. Und das machen wir jetzt seit 2 Jahren. Und wir sehen einfach, wie die Landwirte auch wirklich miteinander und mit uns ins Gespräch kommen und durch das Gegenseitige sich besuchen, auch schauen können, aha, so machst du das, so machst du das. Und dann wirklich auch etwas entsteht. Und das ist genau der Gedanke des Field Lab oder Reallabor, nennt man das ja auch im Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung. Und das ist genau das, was wir seit Jahren jetzt betreiben, in diesem Projekt seit 2020. Und trotzdem ist es zentral wichtig, dass wir eben auch diesen Langzeitversuch haben, der jetzt schon im 12. Jahr ist, wo wir dann eben auch die Daten haben aus so vielen Jahren und zeigen können, wie sich das über die Zeit verändert. Und wir haben natürlich, weil es in der Nähe der Universität ist, haben wir auch die Möglichkeit, wir haben dort direkt eine Wetterstation stehen, und wir haben in dem Versuch, haben wir dann eben auch Dinge, die man nicht in jedem landwirtschaftlichen Betrieb machen kann. Wir haben Sensoren im Boden, die die Bodenfeuchtigkeit und die Bodentemperatur mit erfassen, und das geht dann automatisch, geht das in die Cloud und wird dann alle 10 Minuten kommen neue Werte, und das sind eigentlich Unmengen an Daten, und die werden selbstverständlich von unseren Kollegen, die dann auch die Klimamodellierung machen, mit verwendet. Also wir werden gesehen. Also ich habe jetzt ja, ich habe einen Vortrag gehalten bei der DLG. Stefan Junge hält ja sehr, sehr viele Vorträge und Webinare, und so langsam, das ist eben auch so eine Sache, wir machen Forschung seit über 10 Jahren, und jetzt langsam kommen die Veröffentlichungen. Und also es ist eine langsame Sache. Und gefällt mir gut, und wir können es uns Gott sei Dank auch leisten, weil ich eben hier auch fest im Sattel sitze. Aber das ist eben für Leute, die neu anfangen, eine ganz schwierige Sache. Und trotzdem, aus meiner Sicht, was wir machen, ist immer noch ein Kratzen an der Oberfläche
Wir haben keine Bäume im System, wir haben keine, wir haben es noch lange nicht nach der genauen Hangneigung ausgerichtet, also Stichwort Keyline Design. Da gibt es sehr, sehr viel mehr, was noch zu tun ist. Wir sind nur ein ganz kleiner Baustein.